Wir sind Horst und Hans. Und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Hello and a hearty welcome to a new episode from Neighbor Barbecue. Today we show you. Das war genug Englisch, Hans, oder? Auf jeden Fall. Okay, also herzlich willkommen zur neuen Folge von Neighbor Barbecue. Heute machen wir einen Blumenkohl. Wir haben das gesehen bei Jörn von Unheim. Fanden wir unwahrscheinlich gut, wollten wir probieren, aber in einer etwas anderen Zubereitungsart, etwas andere Mixtur. Und dazu benötigen wir nämlich folgende Zutaten jetzt. Also, der Hauptdarsteller. Hier haben wir 1 Kilo Mett, halb und halb. 2 Eier. Jede Menge Bacon, Hans. Yes. Und was haben wir noch? Ja, dann haben wir hier natürlich einen kleinen Mini-Blumenkohl. Und haben natürlich fürs Mett noch ein bisschen Magic Dust, ein bisschen Senf, Barbecue-Soße zum Glazen. Wir haben noch Petersilie getrocknete, ein bisschen Semmelbrösel. Und hier haben wir eine Brühe. Allerdings dazu, die haben wir aus Bioladen. Ihr müsst mal drauf gucken, die Inhaltsstoffe, ziemlich geiler Scheiß. Man sollte auf jeden Fall die 3-4 Euro investieren und eine vernünftige Brühe kaufen. Das macht sich auf jeden Fall bezahlt. Und falls ihr sehen könnt, unser Star heute ist hier. Mal gucken mal. Okay, wir bereiten alles vor und dann zeigen wir euch, wie losgeht. Ja, fangen wir an. Schneiden wir erstmal hinten den Strom runter. Alles weg. Grünzeug weg. Und so wie der jetzt vorbereitet ist, kommt er gleich in kochende Brühe und wird für 10 Minuten vorgekocht. Und in der Zwischenzeit werden wir dann das Mett vorbereiten. So, die Brühe ist heiß. Das ist der Moment, wo jetzt der Blumenkohl reinkommt. Der sollte möglichst unter Wasser sein. Ist er nicht ganz. Und aus diesem Grunde füllen wir noch mit ein bisschen vorgekochtem Wasser nach. So. Und jetzt lassen wir ihn für 10 Minuten, sobald es wieder anfängt zu blubbern, aufkochen und danach nehmen wir ihn wieder raus. In der Zwischenzeit, wie der Kohl kocht, bereiten wir das Mett vor. Dazu benötigen wir 2 Eier. Kommt da rein. Dann, Hans, bitte etwas Senf. Ja, habe ich noch ein kleines Schuss mehr. Jawohl, danke. Jetzt ungefähr so 3 Esslöffel Paniermehl. Die haben wir schon vorbereitet. Jawohl, komplett rein. 2 Esslöffel von dem Magic Dust. Bisschen mehr, oder? Ja, mach ein bisschen mehr. Ist ja noch wir machen aber nach Gefühl was rein. Okay, wir sind bei 4 Esslöffel. So, Hans, aber nur 2 Esslöffel von der getrockneten Petersilie. Und jetzt kommt unsere Lieblingsaktion. Wir gatschen. So, um das einigermaßen gleichmäßig zu verteilen, sollte man so um die 10 Minuten knapp gatschen, damit es auch wirklich überall hinkommt. Macht ja keinen Sinn, ein bisschen Mett komplett gewürzt zu haben und das andere nicht. Also, wir sehen uns dann gleich. Hier haben wir unsere fertige Hackmasse, 10 Minuten durchgegatscht. Und hier haben wir unseren Blumenkohl, der ist jetzt 10 Minuten gekocht. Und was ganz wichtig ist, haben wir euch leider nicht erzählt, nach dem Kochen sofort mit kaltem Wasser abschränken, damit er nicht zu weich wird. Und jetzt fangen wir an, nehmen uns die Hackmasse, immer so kleine Bällchen, und fangen an, den Blumenkohl zu belegen. So, schön verstreichen. So sieht er nun fertig aus. Und im nächsten Arbeitsgang werden wir jetzt den ganzen schönen Blumenkohl mit Bacon umwickeln. Und wie das geht, zeigen wir euch gleich. Der Blumenkohl ist soweit fertig. Nun werden wir das Ganze mit ein bisschen Bacon umwickeln. Wir fangen mal von unten an. Mmh, lecker. Siehst du das? So, ich drehe dir mal und jetzt kommt dagegen die Spur noch eine. Oh, Alter, wird das gut.
für die Enden zusammenkriegen. So Hans, ich glaube, wir können den Grill vorbereiten. Der Blumenkohl wird auf dem Gasgrill zubereitet. Wir haben in der Konsistform ein bisschen Wasser. Das dient dazu, dass die Hitze sich ein bisschen gleichmäßiger verteilen kann und dass es am Ende auch ein bisschen leichter zum Saubermachen ist. Und wir haben den Grill auf 180 Grad vorgeheizt und da bleibt das gute Stück jetzt erstmal eine bis anderthalb Stunden drauf stehen. Und zwischendrin werden wir nochmal gläsen. Bis dann. So. Es ist jetzt genau eine Stunde um und wir werden jetzt... Verdammt, sieht das gut aus. Wir werden jetzt den Glaze auftragen. Das ist eine handelsübliche Barbecue-Soße. Wie ihr seht, haben sich da so ein paar kleine Teile mit zugemogelt. Wir hatten ein bisschen was vom Hack über und wie ihr wisst, verwenden wir gerne alles. Und selbstverständlich haben wir die dann einfach mit draufgeschmissen. Die finden schon ihren Weg in unsere Mägen. Ich glaze das eben fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Es ist vollbracht, alles ist geglazed, auch die kleinen Mini Moinkballs, die wir da gemacht haben, habe ich nochmal mitgemacht. Und jetzt geht der Deckel nochmal für 20 bis 30 Minuten zu und dann sehen wir uns wieder. Es sind nochmal 20 Minuten vergangen, anderthalb Stunden sind rum insgesamt. Wir gucken mal, wie es aussieht jetzt. Alter Schwede, so muss das Ding aussehen. Wir holen das gute Stück jetzt runter und dann sehen wir uns drin zum Anschnitt wieder. Kommen wir zum Anschnitt. Hans, ich traue mich zwar nicht, aber ich muss das machen, ne? Klassische Mittelschnitt. Wir gehen mal durch. Oh. Alter! Saftig. Wunderschön. Also ich würde sagen, perfekt. Wir sehen uns gleich beim Tellerbild. Es ist angerichtet. Neighborhood Barbecue wünscht einen guten Appetit. My friends, kommen wir zum Resümee. Also, für mich persönlich muss ich sagen, war es richtig gut. Die Idee, wie gesagt, die haben sie von Jörn etwas benutzt. War aber klasse. Die Gewürzmittel, die wir verändert haben, richtig gut. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, dass wir das Ganze über einer Topfschale mit Wasser gegart haben. Das hat also den Blumenkohl da drin noch so einen kleinen Kick gegeben. Das mit dem Glazen, es war einfach alles auf den Punkt und ich muss sagen, haben wir nicht das letzte Mal gemacht. Hans. Ja, also ich finde, Horst hat eigentlich alles gesagt. Ich schließe mich dem komplett an. Es war wirklich sehr, sehr lecker und ein absoluter Gaumenschmaus. Definitiv. Und sollte euch das Video gefallen haben, dann gebt uns bitte einen Daumen nach oben oder besser noch, ihr abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal und ciao!